So Leute, ich hab Bock, heute gibt's eine Runde Path of Exile, nachdem mich Diablo 3 irgendwie schon enttäuscht hat, weil ich will gerne viel finden können und nicht bloß ein paar Waffen und ein bisschen Rüstung, sondern viele, viele unterschiedliche Sachen, wo man immer ein paar geile Sachen kriegt, wo das sozusagen motiviert. Auch wenn der hier gerade ein bisschen unmotiviert dasteht, das Spiel ist schon relativ cool. Ihr seht auch gerade die Grafik ist annehmbar, also ist jetzt nicht unbedingt super schlecht. So, da spielen ja normalerweise spiele ich hier so. habe zwar gerade leider nichts zum Verkaufen, aber ich wollte euch mal das Spiel so an sich näher bringen. Und zwar hat es nämlich ein paar eigene Ideen. Die fangen jetzt schon hier im Inventarbildschirm an. Und zwar seht ihr hier unten diese Flaschen, die auch verzaubert sein können, wie ihr gerade seht. Das sind so Flaschen, halt Lebensflaschen, die typischen, die es so gibt. Mit 1, 2, 3, 4 aktiviere ich die, wie ihr hier unten seht. Die füllen sich aber nach einer Weile wieder auf. Also ich muss keine neuen kaufen, ich muss nicht immer 20 Milliarden Flaschen nachkaufen, sondern die füllen sich nach und nach wieder auf. Sozusagen mit dem Blut der Monster oder mit dem Regen, was weiß ich. Auf jeden Fall füllen sie sich wieder auf. Das andere ist hier, seht ihr unten schon Scroll of Wisdom. Das ist eine Schriftrolle, eine Identifikationsschriftrolle. Die dient halt zum Item identifizieren und ein Portal Scroll. Was ihr dazwischen seht, also das ist erstmal ein Scroll Fragment und ein Alteration Chart. Da werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, hä? Was denn das? Das ist die Währung, also beziehungsweise daraus besteht die Währung. Wenn ich nämlich hier mal auf Purchase Item gehe, kann ich mir Sachen kaufen und da seht ihr schon, kostet ein Orb, kostet ein Orb, kostet dreimal Scroll of Wisdom, kostet auch dreimal Scroll of Wisdom, kostet siebenmal Scroll of Wisdom, so ein Orb of Transmutation, womit ich dann wieder das hier bezahlen könnte. Also ihr seht schon, das ist halt eine viermal Orb of Transmutation. Ich finde es interessant, dass er meine Sachen in meinem Stash mit einrechnet. Das ist sozusagen die ganzen Orbs und Scrolls. Momentan sind es nur so ein paar, nur ein Orb und ein. Ach nein, ja, Orb of Alteration ist ja auch noch mit drin. Werden halt als Währung benutzt, weil was wollen Exilanten? Weil wir sind nämlich ein verurteilter Verbrecher, der irgendwie ausgekippt wurde aus einem Boot oder irgendwie das Boot verunglückt ist und wir haben überlebt. Und was wollen solche Verurteilten mit Gold und woher sollten die das Gold haben? So, seht ihr noch mehr von diesen Orbs, beziehungsweise von anderen Verbesserungen, mit denen man die Items manipulieren kann. Wenn ihr es genau wissen wollt, müsst ihr es euch mal durchlesen und ich denke, übersetzen könnt ihr es alles selber. Das andere ist, was ihr hier gerade seht. Jedes Item hat solche Slots, weil man nicht wie sonst in Spielen die Skills aktiv steigert. Oder zumindest, ja, doch schon, aber nicht aktiv lernt, so rum. Also wenn ich einen neuen Skill haben will, dann muss ich hier so ein Gem, was ich hier rausnehmen kann mal, so ein Gem finden, die droppen oder die kriege ich bei Questbelohnungen. Und die kann ich dann leveln, indem ich die drin habe und dann Erfahrungspunkte krieg. Also wenn ich hier noch die 2100 Erfahrungspunkte krieg, während ich das Orb drin habe, also sozusagen aktiv habe, dann ist es auf dem nächsten Level. Also hier jedes oder viele von den Items haben so ein solche Slots in unterschiedlichen Farben, da was die zur Folge hat, dass unterschiedliche Fähigkeiten, Fähigkeitengruppen halt da reingesetzt werden können. Also es gibt zwar noch einen Skillbaum, aber der hat halt nur was mit passiven Skills zu tun. Den zeige ich hier nochmal. Das ist der Skillbaum, der insgesamt Skillbaum für das ganze Spiel. Ne? Komm her. So, für das ganze Spiel. Das ist wie gesagt jetzt Open Beta gerade, das kann sich also noch deutlich ändern. Aber es ist erstmal so der Skillbaum insgesamt. Jede von den momentan sechs Klassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fängt hier an so einem Startpunkt an. Nein, ich will keinen Skill refunden. Und ich habe hier angefangen, weil ich den Shadow spiele. Seht ihr gerade meine Werte, die momentan drin sind? Okay, 50 Gems plus ein Energy, ein Energy Chain, okay. Cool. Okay, also sieht man auch, wenn man drüber fährt, was das bedeutet. Und du hast hier so zwei Wege, den zu spielen. Einmal Richtung Caster mit kritischen Schaden und sowas. Und einmal Richtung Attack Speed, Attack Speed und Bogen und Klauen und Schild.
Also, ihr seht schon, man kann denn hier sehr unterschiedlich spielen und ihr seht ja auch, alle sind irgendwie verbunden, sprich ich könnte auch hier in den Caster Tree der Witch reingehen, wenn ich hier oben rüber gehe und den anfangen zu skillen, wenn ich halt hoch genug levele. Ich wollte jetzt erstmal hier in den Critical Strike Tree sozusagen reingehen, wo ich hier Increase Critical Strike und hier Increase Critical Strike und sowas hab. Maximum Power Charges, Life Leech, ist glaube ich, gab noch mehr Critical Strike hier oben irgendwo. Accuracy Rating, Critical Strike with Daggers, genau in die Richtung wollte ich halt gehen. Increase Critical Strike Chance generell. Also, na, ihr seht, wohin das führen soll. Und 30% mehr als Pain Attunement, okay, cool. Ja, ansonsten habe ich hier gerade einen Energy Shield noch. Weil da gibt es auch noch Skills. Also, wie gesagt, ihr könnt da so viel rumprobieren und eure Charaktere schon ziemlich einzigartig spielen. Wie gesagt, ich spiele jetzt hier den, ja, Schattenpriester oder sowas. Also, der heißt Shadow. Ich weiß nicht, wie man den übersetzen soll. Der ist irgendwie so ein Assassin-Caster. In LoL wäre es Kassadin. Ja, so in der Richtung halt. Hier ein Energy Shield, das ist diese blaue Umrandung. Und das Rest ist halt Leben und Mana. Hier seht ihr meine Skill-Verteilung. Einmal normales Angreifen, dann Fire Trap, Double Strike, Fire Trap habe ich nochmal drin, weil meine mittlere Maustaste. Ich weiß nicht, ich werde nicht mit der mittleren Maustaste machen, wenn ich hier genug Tasten habe. QWERT, oh, es geht sogar bis T. Fire Trap, Dual Strike, ist das andere als Double Strike, geht aber in die gleiche Richtung. Das geht bloß, wenn ich. Wenn, das geht auch nur die Fähigkeit, wenn ich zwei Waffen habe. Also, wenn ich jetzt hier X drücke, dann kann ich die Fähigkeit nicht mehr benutzen. Weil ich dann nur noch eine Waffe habe. Ich muss mal irgendwo anders hingehen, um es zu demonstrieren. So. Mein W ist jetzt nämlich ausgegraut. Kann ich nicht benutzen. Weil ich hier nur noch eine Waffe habe. Wenn ich das jetzt so mache, ist er wieder da. So. Das ist erstmal so generell. Die Spielmechanik, ansonsten ist es halt Hack and Slash. Alles plätten, alles zerstören. Generell so das Gefühl, wie gerade schon, die Grafik ist eigentlich nett. Was ein bisschen schade ist, ist, dass ja alles so gerade ist. Immer. Also, wenn ich hier langlaufe, seht ihr auch, das geht hier wieder gerade rein und so. Oh, lass mich in Ruhe. Ja, das sind so Feuerfallen, die ich werfen kann. Wenn dann halt ein Vieh reinläuft, dann explodieren die und lassen verbrannte Erde, die dann das. Oh, cool. Die dann so langsam die Gegner verbrennen. Ansonsten identifizieren, wie man es immer so kennt. Ja, hier, das war der Q, die Falle. Wenn dann jetzt ein Gegner durchläuft, macht's rumts. Das andere ist, das ist der Double, wenn der Dual Strike und das ist der Double Strike. Genau. Dann habe ich hier noch so eine Frostwelle und halt mein. Da hat es geleckt. Da. Habe ich nochmal gezeigt. Mein Vor. Dashen, wo ich auch noch Schaden damit mache, also das hier. Ja, das ist momentan das, womit ich spiele. Eigentlich reicht schon der Skill bei den meisten normalen Gegnern, weil ich einfach nur warten muss, bis die verbrennen. Hey. Aber nur den Nachteil, dass ich ein bisschen warten muss, bis es halt sich wieder aufgeladen hat, bis ich die nochmal machen darf. Achso, ich spiele übrigens gerade im Hardcore-Mode, weil ich mir dachte. So schlimm ist der Hardcore-Mode nicht, weil es nicht über W3 der Charakter dauerhaft tot ist, sondern er kommt einfach nur so eine sogenannte Liga der Hardcore-Mode. Oh, verzaubert es etwas. Das ist ein bisschen stärker. Aber auch nur ein bisschen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann wird es ein bisschen kritisch, wie ihr mehr mitkriegt. Wie ihr wohl mitkriegen werdet. Okay, wird doch nicht so kritisch, wie ich dachte. Ich dachte, es wären alles blaue. War wohl nicht so. Da, das sind die Blauen. Wow! Ah, das ist das große Vieh. Oh, ein goldenes. Also, das ist jetzt ein richtiger Boss, ein Zwischenboss. Sozusagen. Wie gerade gesehen, ich muss ein bisschen channeln auf meinem.
Ja, stirb. So, ich habe jetzt erstmal niedergeknüppelt. Sollte man dann später vielleicht nicht unbedingt so machen. Ist das denn ein neues Schild oder was? Das ist ein Schild. Oder sowas in der Richtung. Ja, ist ein Schild. Sollte man später vielleicht nicht machen, weil es dann mal ganz schnell wehtun kann. Ich nehme hier gerade, oder versuche zumindest das Wertvolle mitzunehmen. Ich habe selber keine Ahnung von der Ökonomie des Spiels bis jetzt. Nehme ich. Da ist nicht mehr plötzlich auf 40 angewachsen, mein Energy Shield, im Vergleich zu 106 vom Leben. Also anscheinend, wenn ich das, wenn ich 50-50 habe, dann ist wahrscheinlich hier gerade die Teilung. Driftwood 1, 4 von 7. Da ist nichts drin. Tun wir rein. Increased Spell Damage, Life Gain, wenn die können, Enemy. Schön. Ihr seht schon, ihr habt zwei Waffenausrüstungsslots. Das typische halt so. Ja. Wie gesagt, das typische. Also, das Spiel an sich, mir gefällt es ganz gut, weil die Skills so ein bisschen wie in. Sacred. Droppen die, also du bekommst du durch Questbelohnungen. Leider haben sie das noch nicht gemacht, dass man irgendwie, wenn man einen Teil ein zweites Mal findet, dass man das irgendwie hochleveln kann. Zumindest weiß ich davon nichts. Stirb. Oh, One Hit. One Hit. Ja. Also, das haben sie, glaube ich, noch nicht gemacht. Portal Scroll, ich kann mich zumindest zurückprojektieren dann. Wenn ihr im normalen spielt, findet ihr nicht so viele Chests. Das ist nur, weil ich gerade im Hardcore-Modus spiele und da auch mehr Zeug generell droppt. Das ist eigentlich schon Quatsch. Es droppt mehr Zeug und deswegen kriegt ihr mehr Chests. Das ist, naja. Gold. Das werde ich euch kurz zeigen, was da rauskommt. Kann ich das benutzen? Das ist ein Spirit Shield. Ich glaube nicht, dass mir das viel bringt. Aber ich kann es zumindest benutzen. Chance to block, Energy Shield 8, increased spell damage, life regeneration per second. Es gibt eine Life-Recken pro Sekunde. Energy Shields 49 ist ja auch. Lightning Resistance und Reflektoren und Physical Damage. Irgendwie. Toll aussehen tut es jetzt nicht. Also ich dachte irgendwie, dass es schöner ist. Horror Things Ready. Naja. Ja. Wie gesagt, das Spielmechanik, glaube ich, relativ einfach zu verstehen. Sollte eigentlich jeder raffen, was damit ist, wie die funktioniert. Wie gesagt, ich bin momentan noch ganz am Anfang. Ich hatte vorhin schon mal, ich habe gerade die Aufnahme nämlich verkackt. Da bin ich auch gefallen, dass die Aufnahme irgendwie abgebrochen hat oder so. Jetzt läuft es zum Glück noch. Da habe ich schon mal erklärt, das ist, wie gesagt, dadurch, dass jede Ausrüstungsslot eine bestimmte Farbe hat und ich nur die passenden, farblich passenden Gems reintun darf, also passende, farblich passende Skills sozusagen benutzen darf, wird das alles ein bisschen taktischer, wenn ich halt sage, ich würde ja gerne hier was, das und das an reinmachen, aber ich darf ja nicht und so. Vielleicht würde ich das Blaue eigentlich jetzt gerne da reinmachen und das als Hauptwaffe benutzen und dann hier, ne, und so. Aber. Naja, geht halt nicht, deswegen, ich will den Skill aber behalten, deswegen muss ich das jetzt so machen. Flieg! Hallo, bumm. So, was mir bekannt ist von dem Spiel, was es so ein bisschen anders macht, habe ich euch eigentlich jetzt erzählt, deswegen würde ich sagen, ich spiele noch ein bisschen weiter und wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr gerne das Spiel auch runterladen, das ist nämlich Free to Play. Stimmt, das ist noch der Knackpunkt, es ist Free to Play und bis jetzt insofern ein faires Modell, dass nur optische Sachen im Auktionshaus sind. Die sind zwar dafür dann ordentlich teuer. Also da habe ich schon Sachen gesehen, die gehen irgendwie von 3 Euro bis 90 Euro. Aber ja, ich sag mal so, jedem das sein, ihr müsst ja nicht kaufen. Ich werde es nicht tun. Deswegen, mir ist das erstmal egal. Das Spiel an sich ist free to play und scheint auch ganz nett zu sein, so vom Durchspielen. Ich werde so ein paar Kumpels wahrscheinlich, wenn ich die motivieren kann, ein bisschen zocken. Ja, das war's dann erstmal von mir. Ich gebe noch den Skillpunkt aus. Dann endlich hier hin. Yeah!
Habe schon ein bisschen Intelligenz drauf bekommen hier. Und das war's, wie gesagt, von mir. Und deswegen bis bald und wir hören uns. Tschüss.